So, liebe Freunde, mein Name ist Jivako und wie ihr wisst, da mache ich ja immer genau das, worauf ich Bock habe, was mir sinnvoll erscheint. Und heute habe ich Lust, euch etwas aus dem großartigsten Buch vorzulesen, was ich derzeit kenne. Und das erscheint mir so wertvoll. Der Inhalt, dass es mir ein Drang ist, den mit euch, den mit dir zu teilen. Und es ist durchaus möglich, dass du das schon mal gehört hast. Doch ich versichere dir, dass es sich wirklich lohnt, dass du dir das nochmal anhörst. Und das dir durch den Kopf gehen lässt. Denn einmal hören ist schön, ja. Da kann man dann mit dem Kopf wippen, ja, ja, ja. Oder nein, 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 nein. Doch wenn du es wirklich begreifen willst, ja dann kann man es gar nicht oft genug hören. Und ich selbst mache es ja genauso. Ich beschäftige mich selbst und ständig mit all dem, was ich so von mir gebe. Ja? Das heißt, ich bin mir nicht zu schlau oder irgendwas, dass ich irgendwie rumsitze und mich unterhalten lasse oder so, sondern ich bin permanent zugange mit dem, ja, was ich so für mein Leben anwende, vollziehe. Der Vollzug, ihr wisst, der Vollzug ist wichtig. Platonische Liebe mag schön sein, doch der Vollzug ist einfach schöner. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn man konkrete Ergebnisse haben will, ja, dann muss man es vollziehen. Hm? Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ende der Besatzung ist das Thema. Darum geht es gerade in dieser Zeit. Und naja, die einen werden dahin kommen, die anderen werden auf dem Weg dahin vielleicht fallen, kann sein. Was mich angeht, dann werde ich das Ende der Besatzung erleben. Und nicht nur das, ich trage dazu bei, jetzt und auch wenn es erreicht ist, dann wird es auch viel zu tun geben. Kapitel 1. Der Beginn der Programmierung. Ich behaupte, dass du wie jeder andere Mensch fähig bist, die Realität auf der Oberfläche jenes Spiels, das du dein Leben nennst, in jeder Weise zu steuern und nach deinem Willen zu gestalten. Das ist dein Recht. Ich behaupte, dass du auf der Ebene deines Bewusstseins bereits Gestaltetes ändern sowie komplette Neuschöpfungen bewirken kannst. Das liegt in deiner Macht. Ich behaupte, dass alle Vorgänge, die du in deinem Bewusstsein in Gang setzt, direkten und greifbaren Ausdruck auf der Oberfläche des Spiels, das du dein Leben nennst, zur Folge haben werden. Das ist das Gesetz. Das sind drei mächtige Wahrheiten, die jeden freiheitsliebenden Menschen mit großer Freude erfüllen müssten. Doch weit gefehlt. Vielen erscheinen sie wie ein Angriff, eine Anmaßung oder Blasphemie. Wie kann das sein? Ist es nicht so, dass die Mehrzahl aller Menschen in Deutschland bislang ein Leben führt, das nach eigenen Angaben fernab ihrer wahren Wünsche
und Bedürfnisse liegt? Warum reden die Menschen von Freiheit, wenn sie alles tun, um diese zu untergraben? Warum sträuben sich so viele Menschen davor, das Gesetz in die eigenen Hände zu nehmen? Warum nach der Vorschrift anderer leben? Warum verwehrt sich jemand freiwillig die Selbstbestimmung, wenn er doch selbst bestimmen kann, wie er leben will? Wie kann es sein, dass so viele an einem System festhalten, das sie offenkundig dazu zwingt, Dinge zu tun, die nicht in ihrem Interesse liegen? Sind all diese Menschen schwachsinnig? Wenn ich solche und ähnliche Fragen aufwerfe, führt dies bei nicht wenigen dazu, dass sie in Panik geraten. Dann höre ich Sätze wie: Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wo kämen wir hin, wenn alle machen würden, was sie wollen? Es braucht doch gewisse Regeln. All diese Reaktionen sind aus meiner Sicht Bekenntnisse der Ohnmacht. Wie kommt es, dass so viele Menschen in Angst geraten, wenn die bestehende Ordnung in Frage gestellt wird? Wie will ein Mensch zu Klarheit und Selbstbewusstsein gelangen, wenn die gegenwärtige Unordnung nicht hinterfragt werden darf? Was hindert die Menschen daran, berechtigte Fragen zu stellen? Uns geht's doch gut. Hier möchte ich an die Kinder erinnern. Ist es nicht so, dass alle Kinder dieser Welt ständig Fragen stellen? Sie stellen alles in Frage, ganz besonders das, was ihnen von den Erwachsenen als vermeintliche Wahrheit vorgesetzt wird. Und das ist gut, denn hierdurch gelangen sie zu eigenen Antworten, die ihnen Aufschluss über ihre wahren Möglichkeiten geben. So lernen Kinder. Kinder gehen sogar noch einen Schritt weiter. Fragen allein ist ihnen zu wenig. Sie wollen aus Erfahrung wissen, was möglich ist. Und dieses Wissen erlangen sie durch das Tun. Hierfür sind sie bereit, Risiken in Kauf zu nehmen. Hierfür sind sie sogar bereit, alle vermeintlichen Grenzen zu überschreiten, die ihnen vorgesetzt werden. Diese Freiheit nehmen sich Kinder, und genau das unterscheidet sie von den meisten Erwachsenen. Ist dir bewusst, dass auch du mal ein Kind warst? Auch du hattest einmal den Mut, alles in Frage zu stellen, was dir von anderen erzählt wurde. Auch du warst einmal bereit dafür, Risiken in Kauf zu nehmen, denn deine Freiheit war dir wichtiger. Sie war das Höchste. Motorrad. Gut. Die tun was für die Umwelt. Gleich noch eine. Deshalb hast du die Erwachsenen bis zum Erbrechen mit Fragen überschüttet.
Und wenn du Antworten bekommen hast, hast du sie nicht einfach als gegeben hingenommen. Nein, du hast sie wiederum in Frage gestellt. Nie wurdest du müde, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Du warst wach, hellwach, und an Müdigkeit wolltest du nicht einmal denken. Dein Wissensdrang war so groß, dass du nichts unterlassen hast, um jedes Wort auf seinen wahren Gehalt zu überprüfen. Grenzen gab es nicht. Warum? Weil du dir selbst keine Grenzen gesetzt hast. Und von anderen hast du dir auch keine Grenzen aufdrücken lassen. Anders als heute warst du damals noch frei im Kopf. Du warst an echter Erfahrung interessiert, an Lebenserfahrung aus allererster Hand. Keine Herdplatte war dir zu heiß, kein Thema zu heikel. Offensichtlich hattest du noch vor wenigen Jahren den Mut, Neues in Betracht zu ziehen. Wie ist es heute? Was ist aus deinem Mut geworden? Was ist geschehen, dass du heute genau das scheust, was dir als Kind heilig war? Wie kommt es, dass Menschen ein System verteidigen, das ihnen all jene Freiheiten nehmen will, die ihnen als Kinder heilig waren? Im Rahmen dieses Kurses wirst du eines lernen, nämlich zwischen dir und den Programmen zu unterscheiden, die dir im Lauf der Jahre aufgesetzt wurden und die dich heute in deinem mentalen Käfig halten. Dieses Unterscheidungsvermögen ist absolut unverzichtbar, wenn du wieder in die Freiheit, Kraft und Freude kommen willst, die dir als Kind zu eigen war. Du bist als freies Wesen in diese Welt gekommen, und hieran hat sich bis heute nicht das Geringste geändert. Du bist immer noch frei, du hast es lediglich vergessen. Offensichtlich gab es eine Zeit in deinem Leben, da warst du noch fähig, für deine Rechte einzustehen. Pflichten gab es nicht, zumindest nicht für dich. Anders als heute wusstest du damals, was du wolltest. Und wenn dir jemand etwas anderes verkaufen wollte, hast du es kurzerhand mit einem klaren und deutlichen Nein abgelehnt. Das Diktat der Toleranz gab es nicht, denn du selbst wusstest am besten, was gut für dich ist. War es nicht so? Wenn irgendjemand auf dich zukam, der etwas von dir haben wollte, hast du erst einmal nach dem Grund der Maßnahme gefragt. Daher war damals eines deiner beliebtesten Worte: Warum? Anders als heute warst du damals offensichtlich noch in der Lage oder imstande, kritisch zu denken. Warte mal, aus der Lage
machen wir den Stand im Stande, weil darum geht's, um das Stehen, um das Aufrechtstehen. Das sind die Rechten, wisst ihr? Die Rechten sind die Aufrechten und die Linken, das sind die Gebeugten. Was sagst du heute, wenn sich ein uniformierter Mensch, den du nie zuvor in deinem Leben gesehen hast, in deinen Weg stellt und dich an der Weiterfahrt hindern will? Fragst du dann immer noch nach dem Grund der Maßnahme? Oder gehst du fraglos auf jede seiner Forderungen ein? Wer fragt heute noch nach dem Warum? Warum will die deutsche Regierung alle privaten Vermögenswerte erfassen? Warum werden alle Menschen in Deutschland, die nicht willens sind, dem allgemeinen Mediendiktat zu folgen, als großes N, kleines A, Z, I, S dargestellt? Warum äußert der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, dass ihn der Wille des deutschen Volkes nichts anginge? Warum ist es in Planung, den privaten Anbau von Lebensmitteln gesetzlich zu untersagen? Warum wird es Deutschen als etwas Schlechtes ausgelegt, wenn sie stolz auf ihre Herkunft sind? Warum glauben die meisten Menschen nur das, was ihnen im Fernsehapparat gezeigt wird? Und warum fragt sich niemand, auf wessen Gehaltsliste die Medienvertreter stehen? Gleiches gilt für Politiker. Innen. Warum verursacht die deutsche Regierung im Namen des Volkes unbezahlbare Schulden? Und warum willigen die Menschen durch Stillschweigen darauf ein? Warum hat sich die Verschreibung von Antidepressiva von 2007 bis 2016 verdoppelt? Und warum begehen immer mehr Kinder Selbstmord? Das ist eine winzig kleine Auswahl von kritischen Fragen, die derzeit noch kaum jemand aufzuwerfen wagt. Warum ist das so? Was hindert erwachsene, gebildete Menschen daran, die es immerhin für sich beanspruchen, kritisch zu denken, berechtigte Fragen wie diese zu stellen? Was glaubst du? Als Kinder hätten die meisten noch gefragt, warum sie für Schulden aufkommen sollen, die von anderen verursacht worden sind. Doch wie sieht es heute aus? Was sagst du heute, wenn dir irgendein dahergelaufener Politiker erzählen will, was du zu tun und zu lassen hättest? Fragst du dann immer noch oder gehorchst du stumm? Wäre es nicht ein Segen, wenn auch Erwachsene den Mut und die Aufrichtigkeit besäßen, ihre Stimme zu erheben und Antworten zu fordern? Wäre es nicht wünschenswert, wenn auch Erwachsene noch die Ehre besäßen, nur das zu tun, was sie wirklich wollen, anstatt jeder noch so irrsinnigen Vorschrift Folge zu leisten? Was denkst du? Welches Beispiel
willst du deinen Kindern vorleben? Das eines freien Menschen oder das eines kleinmütigen Schwachkopfes? Wie willst du leben? In Freiheit oder in Gehorsam? In Lust oder in Zwang? Bist du wirklich auf eine Vorschrift angewiesen, um Gutes zu tun? Hat je irgendjemand etwas Gutes getan, weil er von einem anderen dazu gezwungen wurde? Ist es überhaupt möglich, Menschen durch Zwang zum Guten zu bewegen? Was denkst du? Wie dumm muss ein Mensch werden, um all den Irrsinn zu vertreten, der uns allen Tag für Tag über die Medien verkauft wird? Jedes Kind weiß, dass mit Krieg kein Frieden zu schaffen ist, dass aus Abstand keine Nähe erwächst und dass Hass etwas anderes ist als Liebe. Erwachsene sind da ganz offensichtlich von anderem überzeugt. Wo bleibt da das kritische Denken? Die meisten gebildeten Menschen scheinen heute nicht einmal mehr dazu imstande zu sein, eine eigenständige Wahl darüber treffen zu können, welche Unterhose sie am Morgen aus dem Schrank ziehen wollen, ohne dass sie dafür auf den Rat ihres Therapeuten angewiesen wären. Wo ist da die Eigenverantwortung? All dies hat Ursachen. All dies hat Gründe. Und diese Gründe haben nichts mit dem Alter zu tun. Menschen werden nicht von alleine schwachsinnig. Wenn du es mir gestattest, werde ich dir nun die Augen dafür öffnen, wie es aus meiner Sicht zum gegenwärtigen Verlust des natürlichen der natürlichen Denkfähigkeit der meisten Deutschen gekommen ist. Zu diesem Zweck lade ich dich auf eine Zeitreise ein, die dich an jenen schicksalhaften Tag zurückführen wird, an dem der sogenannte Ernst des Lebens begonnen hat, den ersten Schultag. Ich bin mir bewusst darüber, dass dieses Ereignis höchstwahrscheinlich schon ein paar Jahrzehnte zurückliegt. Doch ich versichere dir, dass die Erinnerungen rasch zurückkommen werden, wenn ich dir dabei helfe. Vorab, wusstest du, dass nichts von dem, was du jemals zur Kenntnis genommen hast, abhanden gekommen ist? Alles, was du jemals bezeugt hast, ist dauerhaft im Speicher deines stofflichen und mentalen Körpers abgelegt. Hierin liegt der Grund von vielen deiner Verspannungen, der stofflichen und der mentalen. Alles, was erforderlich ist, um diese Erinnerungen zu lösen und in
Erfahrungsweisheit zu wandeln, ist ein wenig deine Aufmerksamkeit. Du kannst dich nur von dem befreien, worüber du dir bewusst bist. In deiner Bewusstheit liegt die Lösung und das allergrößte Heil. Deine Aufmerksamkeit kann mit einem Lichtstrahl verglichen werden, der alles aus dem Dunkel der Geschichte hervorzuholen vermag, was du willentlich anvisierst. Zwar magst du es bisher nicht gewohnt sein, deine Aufmerksamkeit in dieser Weise zu steuern, doch du wirst es lernen und du wirst es lieben, denn dieses Wissen wird dir die Klarheit bringen, aus der heraus du unendliches Heil für dich und andere bewirken kannst. Du bist ein Mensch und ich bin ein Mensch. Wir sind zwei mehr oder weniger baugleiche Instrumente und sobald sie beieinander stehen, wirken sie aufeinander. Es ist wie mit zwei Gitarren, die nebeneinander gestellt werden. Sobald die Saite der einen zum Klingen gebracht wird, kommt automatisch die entsprechende Saite des anderen Instruments auch zum Klingen. Dieses Phänomen ist weithin unter dem Begriff der Resonanz bekannt. Ich werde dir nun erfahrbar machen, was es heißt, in Resonanz zu stehen. Daher werde ich dir nun als tongebendes Instrument zur Seite stehen, um einen wahrnehmbaren Widerhall in deinem Körper und Geist hervorzurufen. Das wird dir zu größerer Bewusstheit verhelfen. Alles, was von deiner Seite aus erforderlich ist, sofern du an Heilung interessiert bist, ist die Gabe deiner Aufmerksamkeit. Du kannst dich nur von dem befreien, worüber du dir bewusst bist. Und in deiner Bewusstheit liegt die Lösung allen Übels. Die Erfahrung, von der ich dir nun berichten will, ereignete sich im Sommer des Jahres 1977. Bevor ich jedoch in diese Zeit abtauchen werde, will ich dich noch einmal daran erinnern, worum es mir bei all dem geht. Es gab eine Zeit in deinem Leben, da warst du fähig, frei zu denken und zu handeln. Pflichten gab es nicht, zumindest nicht für dich. Wenn jemand etwas von dir wollte, hast du ihn erst einmal unverblümt nach dem Grund gefragt. Eines deiner beliebtesten Worte hieß daher: Warum? Anders als heute hattest du damals noch ein untrügliches Unterscheidungsvermögen für gut und schlecht, für wahr und falsch. Man konnte dir nichts vormachen. Du warst ein wahrer Bullshit-Detektor.
sage ich mal in Besatzungssprache. Du wusstest, was gut für dich ist, und am Schlechten hattest du kein Interesse. Das Übel zu tolerieren, ist dir es später beigebracht worden. Wenn einer kam, der dir nicht gepasst hat, dann wolltest du nichts mit ihm zu tun haben. So einfach war es. Hau ab, du stinkst. Toleranz war dir unbekannt. Du hattest sie ganz einfach noch nicht nötig. Denn letztlich ist die Toleranz nichts anderes als der Trostpreis all jener, die unfähig dazu sind, für ihre Rechte einzustehen. Ist es nicht so? Ein kurzer Einwurf an dieser Stelle. Mir ist zur Last gelegt worden, dass ich Kommentare lösche. Ja, das mache ich. Ich war ganz lange so tolerant, dass ich mir jeden Scheiß habe bieten lassen, bis ich zu der Einsicht gekommen bin, dass Scheiß und diese wunderbaren Früchte, die ich hier anbiete, einfach nicht zusammenpassen. In meinem Vorgarten dulde ich keinen Scheiß. Und wann immer mir jemand da reinkotzt, mit wirklich hirnlosem Gewäsch, dann lösche ich das. Von daher, ich bin als intoleranter Mensch auf diese Welt gekommen und so bin ich auch wieder geworden. Ich bin wieder wie ein Kind geworden und die ziehen sich sowas nicht rein. Von daher, verlang es nicht von mir. Du wirst es nicht bekommen. Wäre es nicht ein Segen, wenn auch Erwachsene wieder in der Lage wären, zu wissen, was gut für sie ist, ohne dass sie dafür auf den Rat von Fachleuten oder Therapeuten angewiesen wären, die ihnen sagen, ja, du darfst dich abgrenzen? Wäre es nicht mehr als wünschenswert, wenn auch Erwachsene die Ehre besäßen, nur das zu tun, was sie wirklich wollen, anstatt jeder noch so irrsinnigen Vorschrift Folge zu leisten? Was denkst du? Wenn ich nun in das Jahr 1977 zurückreise, dann nur aus einem einzigen Grund: um dir den Mechanismus zu zeigen, der dazu geführt hat, dass heute kaum noch jemand in der Lage ist, für seine Rechte und Freiheiten einzustehen. Wenn ich dir nun in Treue von meinen eigenen Erfahrungen berichte, hüte dich davor, sie zu beurteilen. Ich betone das deshalb, weil dein programmiertes Scheinselbst alles unternehmen wird, um sich und seine armselige Geschichte zu verteidigen. Und das würde dich augenblicklich von der Wahrheit abschneiden, um die es hier in der Tiefe geht. Deine Erfahrungen mögen anders ausgesehen haben als meine. Doch ich behaupte, dass sie sich im Kern in nichts von den meinen unterscheiden. Der Auftrag des deutschen Schulsystems ist allerspätestens, seit Ende des letzten Weltkrieges für alle genau der gleiche: die Außerkraftsetzung jeglichen kritischen Denkens zum Zwecke der Gefügigmachung von Menschen mittels Schuld und Angst. In anderen Worten heißt das,
die Bildung von toleranten und staatshörigen Bürgern. Solltest du schon jetzt wissen, dass du lieber an deinem bisherigen Weltbild festhalten willst, dann empfehle ich dir jetzt, dieses Buch aus den Händen zu legen. Es würde dir keinen Nutzen bringen. Ende des ersten Kapitels. Jo, so sieht das aus. Riesig sieht's aus. Hier, da. Was kommt da auf uns zu? Riesiges. Wir werden sehen, wie sich's entwickelt. Deutet viel darauf hin, dass die Polen oder sagen wir die polnische Armee unter der Führung ihrer Regierung, die wiederum unter der Führung einer anderen Regierung steht, die über einen großen Teich sitzt. Also falls es so kommt, dass die polnische Armee sich auf Territorium begibt, außerhalb der derzeitigen Landesgrenzen, dann werden wir ganz schnell eine riesige Transformation erleben. Das mag viele beängstigen, diese Aussicht. Mich nicht. Mich beängstigt gar nichts. Und zwar deshalb, ich möchte auch hierauf kurz hinweisen, hier bin ich, so bin ich und das ist absolut fantastisch. Die Vergangenheit, die liegt hinter mir. Die Zukunft, die ist weit offen. Ich heiße Sie willkommen und ich mache was Gutes daraus, wie sie auch immer daherkommt. Das weiß ich. Warum weiß ich's? Weil ich es mir bewiesen habe. Tagtäglich über Zeit. Und das empfehle ich auch dir. Und gerade jetzt öffne ich mich der Wahrheit meines Herzens. Ich ehre sie. Lass mich vollkommen von ihr erfüllen, durchdringen, heilen, beleben, erleuchten. In jeder Zelle meines Körpers, des stofflichen Körpers, des mentalen Körpers und bringe sie als freier Mensch zum Ausdruck in diese Welt. Durch mein Wort, durch meine Hände, durch meine Füße, durch meinen Penis, wie auch immer. Selbst wenn ich aufs Klo gehe, dann ist es eine Segnung für die Welt, denn ich bin ein Segen für diese Welt. Und alle, die mit mir zu tun haben, die sind gesegnet durch mich. Was befähigt mich dazu, diesen Segen geben zu können? Ganz einfach. Mein Wesen und mein Leben, dieser Player hier, mit Körper, Rede und Geist, steht im Dienste des Herrn, des Allmächtigen, des zeitlosen, unzerstörbaren Wesens, das in diesen Körper eingefahren ist, sich durch ihn ausdrückt, für eine gewisse Zeit dort wohnt und dann irgendwann weiterzieht in eine neue Behausung. Und so ist das auch in deinem Fall. Und wenn du dir darüber bewusst bist, wer du bist, ja dann ist alles riesig. Sag ich mal so dahin. Und dich davon zu überzeugen,
ist dein Job. Mein Job ist der, mich, den Player hier zu überzeugen, ihn zu entwickeln von der ganzen Besatzung, von all den Zecken, von all den Plugins, von all dem Beigebrachten, all den Läusen im Fell, ablesen, 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 rauswerfen, 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 werfen und eben nicht in Toleranz leben mit dem ganzen Dreck. Das ist was für Dumme. Also vergesst das mit der Toleranz. Es geht nicht um Toleranz, es geht um Klarheit und um Treue zum eigenen Wesen. Und dann das zum Ausdruck bringen in die Welt, in der Ganzheit. Alles ist heilig für denjenigen, der sich seiner Heiligkeit bewusst ist. Und der wird auch die Heiligkeit in anderen sehen können. Und derjenige, der in sich nur den Dreck sieht, der wird ihn zum Ausdruck bringen. Und er wird den Dreck auch in anderen sehen. So gibt es eine Dreckswelt. Meine Welt ist keine Dreckswelt. Meine Welt ist fantastisch. Und das ist es an der Stelle. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wenn du das cool findest, was ich so mache, kannst du teilnehmen auf ganz verschiedene Weise. Erstmal kannst du es mögen, dann kannst du es weiterverfolgen, sprich deine Aufmerksamkeit darauf lenken, denn wirst du das erlangen. Du kannst einen Daumen hoch geben, damit hilfst du, dass diese Botschaft weiter raus in die Welt gibst. Du kannst einen netten Kommentar drunter geben. Versuch's nicht mit dem Müll, der passt nicht zu mir, der wird gelöscht, weißt ja, kommt auf den Kompost. Du kannst eine Gabe geben an den Player hier, damit er seine Rechnungen bezahlen kann und damit er die Zeit hat, diese Arbeit zu machen, die er liebt zu tun. Ja, viele Möglichkeiten. Du kannst mir bei der Arbeit helfen, es gibt viel zu tun. Ja. Oder nicht. Jeder macht, was er will. Ich habe nur mit Menschen zu tun, die machen, was sie wollen. Lustmenschen. Ich habe nur mit Lustigen zu tun. Nur mit Lustigen. Nicht mit verkniffenen Ärschen irgendwie. Nein, ich habe mit lustigen Menschen zu tun. Die machen das alles, weil sie Lust haben. In Freiheit, weil sie es wollen. Riesig. Und warum ist das so? Weil ich es selbst genauso mache. Und weil die Menschen in mir sehen, wovon ich erfüllt bin. Und dann kommen die, die Ähnliches in sich haben. Also, wenn du dein Umfeld klären willst, dein Leben klären willst, dann klär dich, überleg dir, was du willst und überleg dir, was du bereit bist, dafür zu tun. Worin du investieren willst. Und dann tu's. Nicht warten. Warten macht einen nur klein, immer kleiner mit Hut. Entscheidungslos in der Gegend rumzuhängen, in der Grauzone, wie es im Buch der Macht gesagt hatte, macht einen schwach. Irgendwann ist man ein grauer Herr oder eine graue Dame, ausgelutscht. Nein. Tun. Überleg dir, was du willst. Ich weiß, was ich will. Und that's it for now. Alles Gute aus dem wunderschönen Ballen. Segen nach Deutschland, nach Polen, in die ganze Welt. Alle Menschen sind wundervoll, ihrem Wesen nach. Mögen sie das erkennen, alle, ohne Ausnahme, ohne Ausnahme, ohne Ausnahme. Ich schneide niemanden aus dem Guten. Also, bis dann. Tschüssikowski.